ich gehe jetzt noch mal kurz mit euch in die Werkstatt raus. Gestern war der Robbie da vom Heel & Toe Blog. Der hat auch ein cooles Video gemacht von unserem Lotus und wir haben gestern ein bisschen was gefilmt an unserem neuen Projektauto. Das heißt, wenn ihr das Video seht, wisst ihr schon, was unser Projektauto 2019 ist. Ich wollte euch einfach nur mal kurz noch ein paar andere Autos zeigen, die wir für Kunden aktuell machen, weil da sind schon ein paar coole Kisten dabei. Und ja, da fangen wir am besten mal an hier vorne gleich. So, hier haben wir einen ziemlich coolen Mini, der aktuell ziemlich leer ist. Warum ist der so leer? Weil das ein Rennauto wird. Und zwar hat uns der Kunde gebeten, ihm ein Rennauto zu bauen für die RCN, beziehungsweise auch VLN, kann er damit ja auch fahren. Die Klasse ist die RS2A und wir dürfen für den Kunden das Auto aufbauen und das macht uns auch sehr viel Spaß. Und der war jetzt beim Zellenbauer, hat eine schöne Zelle bekommen und natürlich noch ein paar andere Goodies. Wie man hier sieht, also wir versuchen das für ein Rennauto so perfekt und so ordentlich wie möglich zu machen. Der CAE-Shifter ist noch nicht drin, der kommt noch rein natürlich. Das Auto ist innen komplett rauslackiert in einem Hellgrau. Das sieht jetzt hier ein bisschen weißlich aus, aber es ist eigentlich ein Hellgrau. Wir werden das Auto noch öfter sehen, denke ich, in verschiedenen Videos, werden das intensiv vorstellen. Wir haben Carbon-Türen, wir haben Makrolonscheiben verbaut, ein KW-Fahrwerk, Competition kommt da rein, dreifach Federbein vorne, zweifach Federbein hinten, das haben wir bei Mini auch schon ein paar Mal gemacht, funktioniert sehr gut. Ansonsten gibt es halt bei so Autos viele so Detaillösungen, wie zum Beispiel der Auslöser von der Löschanlage, den haben wir da oben in die Mitte von dem Tacho reingesetzt. Die Knöpfe, die normalerweise auf der Mittelkonsole sind, also Sport und DSC off und so weiter, sind auch da reingewandert. Die Batterie in den Kofferraum bzw. hinter dem Beifahrersitz wandert. Aus Gewichtsverteilungsgründen haben wir vorne einen B-Plus-Verteiler, haben dafür einen extra Halter gebaut, schwarz lackiert und so weiter. Im Innenraum haben wir auch viele Teile dann schwarz lackiert. Wir mussten ja an der Lenksäule was verändern, weil es da im Motorsport bestimmte Vorschriften gibt, an die man sich halten muss. Dann haben wir die, sieht man jetzt nicht mehr, dann haben wir die Lenksäule komplett rausgehabt, haben die komplett schwarz lackiert, dass es halt alles wieder schön zusammenpasst, das Ganze. Dann hat man das ja auch schon ab und zu mal gesehen und gehört und auf Instagram haben wir da auch schon was gepostet gehabt dazu. Wir haben noch ein anderes Auto, das steht hier daneben, das zeige ich jetzt nur ganz kurz auch mal, weil das jetzt gerade schon kurz im Bild war. Hierbei geht es um einen BMW Z4, ein Z4 M Coupé, ein echt cooles Auto. Der Besitzer wollte ja was ganz Einzigartiges haben. Also es ist ja nicht so, das Z4 M Coupé ist ja schon selten genug und eigentlich schon relativ einzigartig. Also es gibt wenige Autos davon und ja. Aber er hat sich gedacht, nee, ich finde eigentlich den V8 aus dem E92, den S65 Motor, richtig cool. Und da er mehrere Z4 besitzt, hat er sich gedacht, hey, es wäre doch cool, ein S65 in den Z4 reinzusetzen. Und dann haben wir das halt gemacht. Wir haben den S65 da rein. Der Aufwand war deutlich mehr, als wir eigentlich ursprünglich gedacht haben, weil wir haben uns gedacht, der Z4 ist breit vorne, der Z4 ist groß vorne. Und wir dachten, das geht alles relativ easy. Das Problem ist einfach, gerade beim Z4, der Motor muss relativ tief positioniert werden und aufgrund dessen wird es halt dann mit den Krümmern und der Lenkung eng. Das heißt, da war relativ viel Anpassungsarbeit und dann eben die ganze Elektrik.
Bei dem Auto ist es so, die Elektrik ist so perfekt gemacht, das ist kein frei programmierbares Steuergerät oder offenes Steuergerät oder so ein Käse, sondern das ist tatsächlich Steuergerät aus dem S65 und es ist das einzigste Steuergerät in dem Auto, was aus dem E92 M3 stammt. Der ganze Rest stammt aus dem Z4, ist der originale Schlüssel drinnen, es ist kein E92-Kombi-Instrument oder solche Scherze drinnen, es funktioniert alles mit dem normalen Schlüssel und man kann einsteigen und ganz normal starten. Zu diesem Fahrzeug werden wir natürlich auch noch ein etwas größeres, ausführlicheres, längeres Video machen und auch viele Bilder, um euch das einfach ja, mal zu zeigen, weil das ist wirklich was Besonderes, was es nicht jeden Tag gibt. Und so haben wir hier bei uns nebeneinander stehen einen Z4 V8 S65 und daneben einen kleinen Mini-Rennwagen für die RCN. So ist aktuell der Stand in der Halle. Wir haben hinter mir da noch einen E92 M3 auf der Bühne stehen. Das ist auch ein bisschen umgebaut mit über 600 PS und Kompressor drauf. Die BBS E88, KW-Fahrwerk natürlich, Aero-Teile, der Heckflügel kommt jetzt noch drauf und Recaro Sportster CS-Sitze und so weiter. Ja, das ist so im Großen und Ganzen, was hier gerade rumsteht. Wie gesagt, zum Mini gibt es noch ein spezielles Extra-Video und selbstverständlich zum Zetti auch nochmal. Im Hintergrund sieht man auch unser anderes Projekt stehen, also unser 2019er Projekt, was ihr ja jetzt, wie gesagt, wenn ihr das Video seht, wisst ihr ja schon im Prinzip, um was es geht.